Hallo Leute, YouTube. Warum sind denn die Postmodernen oder die modernen Gebäude so hässlich? Nun, viele sagen, ja, wir wollen Material sparen. Weil ja das, wenn es so ein Baukastenprinzip ist, da braucht man nur einmal was bauen, das kann man dann immer wieder verwenden, immer wieder. Hauptsache billig, ja? Dann gibt es noch manche, die sagen, ja, man soll ja überall sich zu Hause fühlen auf der ganzen Welt. Das heißt, wenn überall alles gleich aussieht, dann braucht man ja nirgendwo weg. Weil wenn überall gleich aussieht, dann fühlt man sich ja überall heimisch. Oder nirgendwo, je nachdem, wie man sieht. Die einen meinen, man soll sich überall heimisch fühlen und die anderen sagen, man soll sich nirgendwo heimisch fühlen. Ja, das sind diese Leute, die meinen, vielleicht ist es auch was war was dran, dass überall alles gleich aussieht, damit man sich nirgendwo mehr zu Hause fühlt. Also im Grunde geht es darum, dass es billig sein soll. Also überall gleich, heißt auch überall billig. Aber ist das so schön? Aber billig aussehen, naja. Also ich sitze lieber in einer schönen Wohnung oder in einem schönen Haus anstatt in einem billigen Haus. Oder wie seht ihr denn das? Was ist denn besser? Schöne Häuser oder billige Häuser? Oder geht es bald be oder geht beides? Aber anscheinend nicht, weil die postmodernen oder diese modernen Häuser sehen ja hässlich aus. Hä? Die sehen nach Nutzbauten aus und nicht nach schönen Gebäuden. Finde ich jedenfalls. Nun, das war's auch schon wieder. Da wünsche ich euch allen einen schönen Tag noch.